Servus Leute und seid herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, meine lieben Freunde, in diesem Video werden wir zum zweiten Mal auf meinem Kanal die Top-Partien abschließen und anschließend werden wir dann die Packs natürlich öffnen, ja, weil das gehört sich einfach, würde ich sagen. Ich habe jetzt schon mal die Teams gebaut und wir gehen jetzt alles durch. Ich habe wirklich 0 Coins für die SBCs ausgegeben, beziehungsweise natürlich gibt man Coins aus, nur ich habe sie halt aus dem Verein gemacht. Und da gehen wir gleich mal in die SBC Columbus Crew gegen Sporting KC oder Casey. Und ja, so sieht das Team aus, das ich gebaut habe. Hier alles Erstbesitzer. Ja, die Anforderungen seht ihr auf der linken Seite. Habe ich somit alles erfüllt mit dem Team. Und ich würde sagen, dann schicken wir auch das erste Team gleich mal ab und erhalten ein Prime Electrum Spielerset. Dann gehen wir rein. Jiangsu Suning gegen Shanghai Shenhua. Ich weiß, das Rating ist leider zu hoch, aber ich war einfach zu faul und habe einfach ein paar Goldspieler reingetan von der chinesischen Liga. Man bekommt leider nur ein 7-5er, also leider nicht so ein gutes Set. Aber trotzdem, wir schicken es jetzt hier ab. Ja, wieder keine Coins dafür ausgegeben. So, dann kommen wir zu dieser SBC. Wieder keine Coins ausgegeben. Wir gehen nochmal alles hier durch. Also für mich ist das halt die billigste Lösung, weil ich halt keine Coins ausgeben muss oder halt keine Spieler kaufen muss. Ja, man braucht ein 78er Rating, 8 4 seltene Spieler, maximal 6 aus derselben Liga und 3 Chile oder Uruguay-Spieler. Ich habe einfach mal hier 3 Chile-Spieler hingeballert und ja, dann hat es einfach schon gepasst und dann war ich eigentlich auch mit der Lösung eigentlich zufrieden. Hab dann hier einfach nochmal ein paar Brasilianer hingesetzt und ich würde sagen, dann schicken wir das Team auch ab. Wir bekommen ein seltenes Elektrum-Spieler-Pack. So, da kommen wir zur letzten SBC Ecuador gegen Japan. Da habe ich wieder keine Coins, glaube ich, mal ausgegeben. Also wirklich bisher oder in dieser Topper habe ich wirklich 0 Coins ausgegeben. Ich glaube, dieses Jahr habe ich für Top-Partien fast gar nichts immer gezahlt. Also, wenn dann nur wirklich bei Teams, wo ich nichts hatte, wie so dritte Ligaspieler aus der Premier League, da hatte ich meistens habe ich nichts. Wir bekommen ein seltenes Goldspielerset in der kleinen Verfassung und müssen 2 Ecuador-Spieler abgeben, mindestens 2 Vereine, mindestens 2 Nationalitäten, eine Mindestgesamtstärke von 74 und eine Teamchemie von mindestens 75. Das haben wir mit diesem Team hier erfüllt. Wir kommen sogar auf eine 100er Chemie. Und ja, ich weiß, das ist, glaube ich, sogar ein bisschen zu teuer oder zu hoch gerankt. Aber wir brauchen einfach ein 74er Rating und der Gegner, der pusht es halt nochmal hoch, weil wir hier eine Verteidigung lauter Silberspieler haben. Dann schicken wir die SBC ab und ja, dann kommen wir zum wichtigen Teil und zwar zu den Packs. Ihr habt es ja gestern gesehen, leider war die Ausbeute nicht so schön. In den Weekend League Rewards kein einziger Walkout. Vorgestern war es auch nicht so schön, da hatten wir auch kein Walkout aus 25 Packs. Ja, EA Sports, bei mir gönnt ihr mal richtig. Vielleicht ja heute in diesen Pack Opening der Top-Partien. Vielleicht gönnt ihr ja da. Wir öffnen einfach mal das Premium Gold Pack. Ich denke mal, da wird jetzt kein Walkout drin sein. Genauso ist es, weil sonst, ja, wäre ich hier aus dem Fenster gesprungen, ne? Conti bekommen wir daraus. So, das hier war das erste Pack. Ein typisches 7-5er einfach. So, dann verbleiben uns nur noch 4 Packs und ich würde sagen, wir machen hier das mal auf. Vielleicht ja jetzt mal ein Walk. Out. So, nächstes Pack. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Jetzt endlich mal wieder ein Walkout. Komm schon, ihr. Komm schon. Wieder kein Walkout. Das kann es einfach nicht sein. Ey, meine letzten 3 Videos zeigen einfach, dass EA nicht gönnt. Und ich habe mich jetzt auch dazu entschieden, kommende Weekend League zu spielen. Also bei euch hat sie jetzt schon begonnen, aber ich nehme das einen Tag davor auf. Also am Freitag. Nee, am Donnerstag ist heute. Ja, und wir ziehen hier aus dem Pack Kai Havertz. Und jetzt eine Walkout. Come on. Abfahrt. Let's go. Vielleicht letztes Jahr so lange. Jawohl! Walker, komm, blue, 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 blue. Oh, kein blue, aber zumindest. Nein, nein, das kannst du nicht sein. Warum er? Okay, ich bin ehrlich, bei Argentinien ist schon das Herz stehen geblieben. Aber, wo ich Stürmer gesehen habe, Digga, spielt jetzt Messi Stürmer, hä? Aber ich gehe auf, komm, bitte, bitte zumindest ein Aguero, den man vielleicht irgendwie spielen kann, nee. Gleich da noch ein Walkout dahinter, das wäre natürlich zu geil, wenn jetzt so 3 Walkouts dahinter wären. EA braucht auf jeden Fall lange zu laden, vielleicht ist das ja ein Zeichen, dass vielleicht im nächsten Pack ein Tots Neymar kommt und jetzt ist die Verbindung zu den EA-Servern unterbrochen. So, jetzt gehen wir hier rein ins Pack. Ich habe jetzt FIFA
Ultimate Team nochmal gestartet. Zumindest noch ein Ehrenbastos und ein Oscar dahinter. Geht auf jeden Fall in Ordnung. Zumindest das K. Oh, ja. Bringt auf jeden Fall so 23k. Okay, für so einen 87er geht es auf jeden Fall jetzt noch fit. Aber zumindest hatten wir noch 283er dahinter. Und dann geht's rein ins letzte Pack. Ich kann jetzt schon predicten, wird eh kein Walkout. Und ich kann jetzt schon mal die Abmod starten, genauso ist es. Ja, Mandy, ne? Also Mandy wäre mir lieber, aber ja, meine lieben Freunde, ich würde sagen, das war's von den Top-Partien. Ich habe nach 2 Wochen endlich mal wieder einen Walkout bekommen. Leider war es dann nur ein Discardi, aber man kann auch nichts für sein Packer tun, ne? Also liegt einfach in EAs Hand. Und ich würde sagen, das war's von dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Morgen kommt ein kleines Team-Vorstellungs-Video, vielleicht auch eine Club-Tour. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache oder was ich mache. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und mit einem Abo. Ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!